Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 29, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches HKJGB, Drucksache 19/6267 und 19/5624. Berichterstatterin ist Frau Kollegin Heitland. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches der FDP-Fraktion ergeht folgende Beschlussempfehlung. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der LINKEN und der FDP bei Stimmenthaltung der SPD den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit diesem Gesetzentwurf in zweiter Lesung rufen wir auf den Tagesordnungspunkt 100, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Förderung der landesweiten Vernetzung der Elternbeiräte von Kitas durch die Landesregierung Einrichtung eines Landeselternbeirats für Kindertageseinrichtungen als Ziel. 19/63/37, Redezeit vereinbart 10 Minuten. Das Wort hat Frau Ravensburg für die CDU-Fraktion. Der Gesetzentwurf steht als Hauptteil, deswegen habe ich es auch getrennt aufgerufen. Jetzt habe ich hier eine Wortmeldung von Frau Ravensburg vorliegen. Wenn das gewechselt werden soll, habe ich nichts dagegen. Herr Rock, wollen Sie zuerst reden, Herr Rock? Okay, bitte schön, Claudia. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte ja gern dem Kollegen Rock das Vorrede überlassen. Ich stelle für unsere Fraktion fest, wir freuen uns über die Initiative der hessischen Kita-Eltern, die die Interessen der Eltern unserer hessischen Kindertagesstätten auf Landesebene vertreten möchten. Deshalb haben wir auch mit den Initiatorinnen Gespräche geführt und uns näher mit den in Hessen bereits vorhandenen Strukturen der Elternvertretung in den Kindertagesstätten beschäftigt. Die Mitsprache der Eltern eben in diesen Einrichtungen ist uns aber nicht erst seit der Initiative der Kita-Eltern ein großes Anliegen. Wir haben bereits beim Hessischen Kinderförderungsgesetz die Verpflichtung zur Wahl von Elternbeiräten in den Kindertagesstätten verankert. Und so haben wir es ermöglicht, dass sich in Hessen bereits jetzt landesweit Strukturen etabliert haben, aber eben nur auf Kindertagesstättenebene. Elternvertretungen gibt es nicht nur in den kommunalen Kindertagesstätten, sondern auch in den Kindertagesstätten der freien Träger und damit auch der kirchlichen Träger. Die Kenntnis dieser Strukturen ist aus unserer Sicht ganz wichtig für die Bildung eines Landeselternbeirates. Es gibt eben in den Kindertagesstätten keine homogene Struktur, und es gibt damit ganz unterschiedliche Interessen bei den Eltern aus diesen Einrichtungen. So ist es auch in der Anhörung im Sozialausschuss bestätigt worden. Damit die Elternvertretung auf Landesebene sich auch auf eine notwendige Rückenstärkung stützen kann, ist der Aufbau von einrichtungsübergreifenden Strukturen auf den unteren Ebenen unterhalb der Landesebene eben sehr wichtig. Und genau diese Ebenen fehlen zurzeit aber noch. Mir sind lediglich einige wenige Stadtelternbeiräte, wie z. B. in Frankfurt, bekannt, die allerdings nach meiner Kenntnis nur die kommunalen Kitas vertreten. Ansonsten fehlen eben die einrichtungsübergreifenden Elternvertretungen auf der Stadt-, Gemeindeebene, aber auch auf den Kreisebenen. Und die können wir von hier aus nicht verordnen. Eltern sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Interessen auf die Landesebene zu tragen. Ziel muss dabei sein, dass die Elternvertretung auf Landesebene dann die Interessen aller Eltern vertreten und repräsentieren können. Aus unserer Sicht ist deshalb ein Landeselternbeirat nur durch eine demokratisch legitimierte Wahl
analog von den Schulen, da kennen wir das ja bereits, möglich. Und genau deshalb müssen diese Strukturen geschaffen werden. Und auch darüber haben wir mit den Kita-Eltern Hessen gesprochen. Sie sehen das ganz genauso. Und sie wollen auch inhaltlich arbeiten, und zwar jetzt schon, und nicht alle Energie darüber verwenden, diese eben fehlenden Strukturen aufzubauen. Langfristig streben sie den Landeselternbeirat aber an, und dabei wollen wir sie unterstützen. Ich sagte, die Kita-Eltern bringen sich bereits inhaltlich ein. Wir begrüßen das sehr, und sie betonen das nicht nur in den Anhörungen zu Gesetzen, die die Kindertagesstätten in Hessen betreffen, hier bei uns im Sozialpolitischen Ausschuss, sondern z. B. auch im Forum der Hessischen Familienkommission haben sie sich beteiligt. Und sie sind bereits jetzt für die Fraktionen des Hessischen Landtags zu wichtigen Ansprechpartnern geworden, genauso wie für die Elternbeiräte der unteren Ebenen. Ich freue mich deshalb auch über die Initiative von Staatsminister Stefan Grüttner, denn er begrüßt die Elterninitiative genauso und hat unverzüglich und pragmatisch gehandelt, um sie zu unterstützen. Sie werden nämlich unterstützt, um ein Büro aufzubauen, sich weiterzubilden und die ortsübergreifende und landesweite Vernetzung der Eltern soll unterstützt werden. Hierzu haben die Regierungsfraktionen im aktuellen Haushalt die entsprechende finanzielle Förderung verankert. Wir sind also bereits tätig. Die Anhörung des FDP-Gesetzes zum HKJGB im Sozialausschuss hat gezeigt, dass die Einrichtung des Landeselternbeirats von allen Seiten begrüßt wird. Allerdings kommt, lieber Herr Rock, uns die Gesetzesinitiative von der FDP noch zu früh. Deshalb werden wir den Gesetzentwurf an dieser Stelle zwar ablehnen, aber wir lehnen ihn nicht etwa ab, weil wir gegen das Ansinnen der Eltern sind, Kreis- und Landeselternbeirate zu etablieren, sondern wir lehnen eben deshalb ab, weil wir die Kita-Eltern, die das maßgeblich unterstützen, an dieser Stelle nicht überfordern dürfen. Wir wollen unterstützen, aber wir sollten nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Wir können eben nicht Kreiselternbeiräte und einen Landeselternbeirat bereits im HKJGB verankern, solange wir überhaupt noch keine Strukturen haben. Deshalb haben wir einen eigenen Antrag heute vorgelegt, der ist an Sie verteilt worden, in dem wir die Förderung der Kita-Eltern als Ansprechpartnerinnen auf Landesebene als LAG begrüßen und den Aufbau der regionalen Strukturen im Austausch mit den Kita-Eltern fördern wollen. Wir brauchen die Strukturen, um einen demokratisch legitimierten Landeselternbeirat zu installieren. Und dazu müssen wir alle einbeziehen. Erst wenn die Elternbeiräte sich etabliert haben, dann ist es auch möglich, einen Landeselternbeirat zu wählen. Denn mir ist es ganz besonders wichtig, dass so ein Elternbeirat dann auch die Eltern aus der gesamten breiten Vielfalt der Strukturen der hessischen Kindertagesstätten von kommunalen über kirchlichen bis zu den freien Trägern repräsentieren können. Genauso haben sich auch die Vertreterinnen der Kita-Eltern in der Anhörung geäußert. Deshalb bitten wir heute um Zustimmung für unseren Antrag. Danke schön. Das Wort hat der Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich werde die 10 Minuten Redezeit sicherlich nicht brauchen, weil die Anhörung so eindeutig war, dass es eigentlich gar nicht so viel mehr inhaltlich zu sagen gibt. Es gäbe eigentlich nur noch etwas zu beschließen.
Aber dem ist nicht so gekommen. Wir haben ja den Antrag der Koalition hier vorliegen. Worum geht es in dem Gesetz? Es geht darum, dass wir Eltern ernst nehmen, Beteiligung ermöglichen, uns als Parlament auch einen Ansprechpartner, auf Augenhöhe entsteht, der uns die Interessen der Eltern darlegen kann, und zwar legitimiert. Legitimiert über ein organisiertes Verfahren von allen Kitas, in Hessen. Und da haben wir einen Vorschlag gemacht. Der Vorschlag hat das eine oder andere, das man noch klären müsste oder klarstellen müsste. Ich glaube, im Grundsatz ist klar, wir möchten, dass dort, wo der Jugendhilfeträger angesiedelt ist, dass dort sozusagen die mittlere Ebene stattfindet, weil dort auch eigentlich auch also in Landkreisen, kreisfreien Städten und den Sonderstatusstädten, in manchen zumindest, dort der richtige Ansprechpartner ist, dort ist die Fachberatung, dort ist das Jugendamt, das ist so die mittlere Ebene. Und wichtig wäre uns, dass dieser landesweite Kita-Elternbeirat nicht nur für sich Interessen vertritt bei uns, sondern dass er auch für die aktiven Eltern Ansprechpartner ist und dass dort, und da hat die Landesregierung ja dankenswerterweise schon erste Pflänzlein gepflanzt in Gießen mit einer Geschäftsstelle, die dort aufgebaut wird. Das finden wir positiv, dass sozusagen eine Servicestelle auch entsteht, die Fortbildung organisiert, die ein Stück weit dort unterstützt. Ich glaube, ein Kita-Elternbeirat, der nur politisch agiert, ist zu wenig, sondern es gehört noch mehr dazu. Da gibt es auch keinen Dissens, glaube ich, sondern hier ist eine Entwicklung in Gang gesetzt durch einen Gesetzentwurf, der spätestens in der nächsten Legislaturperiode auch dort enden wird. Da wird es einen landesweiten Kita-Elternbeirat geben. Sie haben sich jetzt so ein bisschen auf die Zeitschiene verlegt, indem Sie das Thema noch vor sich herschieben möchten. Die Anhörung hat ergeben, dass unisono das für gut gehalten worden ist. Und selbst die Servicestelle, die Sie beschrieben haben, haben auf Nachfrage gesagt, natürlich könnten Sie sich auch sehr gut jetzt schon einen landesweiten Kita-Elternbeirat vorstellen. Ich glaube auch, dass natürlich die beiden jetzt in der jetzigen Funktion natürlich auch arbeitstechnisch ein bisschen gebunden sind. Aber der Hinweis, der in der Anhörung kam, durch eine Frage, ob es überhaupt schon Strukturen gibt, auf die man aufbauen kann. Jede Kita hat einen Beirat. Natürlich gibt es die Strukturen. Und natürlich kann man auf diese Strukturen aufbauen. Es ist doch selbstverständlich, dass man dort aufbauen kann. Und von daher glaube ich schon, man könnte heute ohne Probleme einen Gesetzentwurf beschließen, der eine landesweite Kita-Elternvertretung ermöglichen würde. Das wäre gut für die Eltern, das wäre gut für Hessen. Sie haben es jetzt auf die lange Bank geschoben, aber ich möchte an dem Thema eigentlich keinen großen Streit entfachen, weil wir mit diesem Thema spätestens in der nächsten Legislaturperiode an unser Ziel kommen werden. Und da werden wir hoffentlich dann hier auch einen einheitlichen, einstimmigen Beschluss haben. Und auf den Beschluss freue ich mich schon. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Abg. Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist wieder eine von diesen paradoxen Fällen, die manchmal hier eintreten oder relativ oft hier eintreten, dass alle irgendwie das Gleiche wollen oder dasselbe wollen, wie auch immer, und am Schluss keine Beschlüsse herauskommen. Es gibt auch den umgekehrten Fall, wo man nach langer kontroverser Debatte einstimmig etwas beschließt. Jetzt ist es hier anders. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht richtig, warum es in diesem Fall so sein muss, weil man sehr wohl aus den unterschiedlichen Sichtweisen eine auch gesetzliche Grundlage hätte zusammen entwickeln können, die sich dazwischen bewegt hätte, zwischen dem Vorschlag, den wir gemacht haben in unserem Gesetzentwurf, in dem klar und unzweideutig steht, es wird eine Landeselternvertretung für die Kindertagesstätten geschaffen und das Nähere regelt eine Verordnung, weil wir natürlich, wir haben diesen Vorschlag so gemacht, weil wir inhaltlich nicht im Dissens sind mit dem, was Sie gesagt haben, Frau Kollegin, also jedenfalls die Notwendigkeit, etwas präziser zu beschreiben, was die Aufgaben einer Landeselternvertretung sein sollen,
und wie der Modus des Zustandekommens sein soll. Das wiederum war der Punkt, an dem die FDP sich mehr Mühe gegeben hatte, allerdings noch nicht so, dass ich gesagt hätte, das ist der Weisheit letzter Schluss. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gewundert, lieber René Rock, dass der Antrag unverändert hier in die zweite Lesung gekommen ist. Ich hätte schon gedacht, dass die Frage z. B., ob man das auf Jugendhilfeträger bezieht, dass das klargestellt wird. Ich hätte erwartet, dass eine Formulierung oder ein Vorschlag auch zwischen den Fraktionen hätte besprochen werden können, was die Aufgabenstellung angeht. Man hätte darüber reden müssen, wie weit wir die Analogie zwischen der Landeselternvertretung Schule und einer Landeselternvertretung Kita treiben können. Da bin ich der Auffassung, da soll man vorsichtig sein, weil die Strukturen im Kindertagesstättenbereich deutlich unterschiedlich sind von der örtlichen Zuständigkeit mit sehr kleinen Gemeinden bis hin zu Großstädten wie Frankfurt und vor allen Dingen natürlich mit dem Dualismus zwischen sehr, sehr vielen freien Trägern mit sehr unterschiedlichen Kita-Größen auf der einen Seite und kommunalen Trägern auf der anderen Seite, mit Gebieten, in denen es fast nur kommunale Angebote gibt und Trägern, in denen es praktisch nur freie Träger gibt, manchmal auch nur eines Typs. Alles das kennen wir. Alles das hätte eigentlich in eine Betrachtung mit einfließen können, ohne dass man so lange hätte warten müssen, wie das jetzt den Anschein hat. Ich glaube, das hätten wir bei vernünftiger Beratung auch auf der Geschäftsgrundlage des FDP-Entwurfs hinkriegen können oder auch, indem man sagt, wir beschließen das, was der SPD-Entwurf. Das hätte man ja auskoppeln können. Also ich weiß ja, dass Sie unserem Entwurf in Gänze nicht zustimmen, aber die Formulierung hätte man nehmen können und hätte dann sagen können, sich verabreden können, wir reden über die Verordnung mit allen Beteiligten. So viel also dazu. Sie sehen, es gibt im Grundsatz gibt es überhaupt kein Vertun. Wir haben ja, wie bereits erwähnt, selber einen Vorschlag gemacht, und zwar auch aus der konkreten Erfahrung, dass uns in vielen Fragen der frühkindlichen Bildung nicht ein kompetenter, aber ein legitimierter Ansprechpartner fehlt, der auch in der Lage ist, die ganze Breite des Feldes, so wie ich es jetzt versucht habe zu beschreiben, darzustellen. Dass es kompetente Menschen gibt, das haben wir bei der Erarbeitung unseres Gesetzentwurfs sehr genau erfahren, weil die Kolleginnen und Kollegen oder die Frauen und Männer aus der Arbeitsgemeinschaft der Elternvertretungen sehr intensiv an der Diskussion unseres Gesetzentwurfs in all seinen Teilen eingebunden waren und uns wichtige Hinweise gegeben haben. Insofern schade, man hätte auch jetzt schon weiterkommen können, aber es ist nur, wie es ist. Wie gesagt, alle wollen das Gleiche, aber irgendwie kommt die Sache nicht ganz so richtig vom Fleck. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen oder ein paar Sätze sagen zu dem Antrag. Ich habe das schon oft gesagt, und ich sage es jetzt wieder. Wir werden solchen Anträgen nicht mehr zustimmen. Wir werden solchen Anträgen nicht mehr zustimmen, in denen etwas beklatscht wird, was die Landesregierung tut. Hier wird es auch gleich noch zweimal beklatscht. Ich begrüße das ja. Es steht im ersten Absatz, dass wir begrüßen sollen oder dass der Landtag begrüßen soll, dass die Initiative gefördert wird. Und es steht im letzten Absatz auch noch einmal drin. Und dazwischen stehen eine Reihe von Selbstverständlichkeiten, die hier in der Debatte gerade so gut hätten mündlich vorgetragen werden können. Wir haben ehrlich gesagt auf solche Anträge keinen Nerv mehr und werden Ihnen grundsätzlich nicht mehr zustimmen. Das heißt konkret, wir werden ihn heute auch ablehnen. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, sozusagen in meiner privaten Eigenschaft als Autor von gewissen Büchern, ich werde auch keinen Anträgen mehr zustimmen, in denen solche Sachen stehen, wie dass es auf eine gelebte Kultur vor Ort ankäme. Das mache ich auch nicht mehr. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich mache gleich bei dem Ärger weiter, wo der Gerd Merz eben aufgehört hat, weil ich finde es ein Unding, wenn wir hier monatelang einen Gesetzentwurf beraten, in der ersten Lesung, in Ausschusssitzungen und in der zweiten Lesung, und dann kommt an dem Tag, in dem wir den beraten, hier Ihr Abfangjäger auf den Tisch. Das ist einfach so grottenschlechter Stil. Man sollte sich an den Abstimmungen überhaupt nicht mehr beteiligen, weil Sie zeigen doch damit, dass Sie weder sich selbst noch das Thema ernst nehmen. Wenn Sie das Thema ernst nehmen würden, dann wäre vor 2 oder 3 Wochen ein Antrag gekommen. Das wäre eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Inhalten. Und dann würde man auch annehmen können, dass Sie mal 3 Minuten darüber nachgedacht haben und sich vielleicht beraten haben. Aber hier schnell irgendwas auf den Tisch zu klatschen, nur damit Sie sagen können, wir haben auch was gemacht, das ist einfach unwürdig. Ja, Sie haben auch was gemacht, das ist richtig. Aber wenn Sie sich selber ernst nehmen würden, dann würden Sie auch in einem angemessenen parlamentarischen Prozedere das einbringen und nicht als dringlichen Antrag mitten in die Parlamentswoche. Niemand kann das mehr ordentlich lesen. Das ist einfach schlechter Stil. Und wenn Sie schlechten Stil fahren wollen, dann fahren Sie, aber fahren Sie ihn ohne uns. Auch unsere Zustimmung werden Sie dazu nicht kriegen. Nicht nur wegen des schlechten Stils, sondern auch, weil es schlicht und ergreifend davon ablenkt, dass Sie den Mut nicht aufbringen, zu sagen, jawohl, wir gehen das jetzt an. Bei allen Schwächen, die der Entwurf haben mag, bei allen Problemen, die es im Land noch gibt, die ja unbestritten sind, wäre es aber eine Chance gewesen, zu sagen, man rauft sich zusammen, man geht das Thema jetzt an, und man bringt es dann so in trockene Tücher, dass wir alle hier gemeinsam dem hätten zustimmen können. Inhaltlich haben wir doch scheinbar keinen Dissens, aber vermutlich doch, weil sonst würden Sie ja jetzt nicht dermaßen kneifen. Offensichtlich haben Sie so viel Angst vor einer organisierten Elternschaft, dass Sie es lieber auf die lange Bank schieben. Ich kann so viel Angst vor den Menschen da draußen, die Sie wählen, nicht verstehen. Und ansonsten bleibt zu dem Gesetzentwurf nichts zu sagen. Der hat sich seit dem letzten Mal nicht verändert, und wir haben unsere Meinung dazu nicht verändert. Wir werden ihm zustimmen. Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Fraktionen von CDU und GRÜNEN, Frau Ravensburg hat es vorgetragen, und ich glaube, auch die anderen Parteien im Hause sind uns in dem Ziel einig, dass es am Ende des Tages eine Landesvertretung geben wird. Die Frage ist die Frage des organisatorischen Prozederes. Was macht man zuerst oder was macht man zuletzt? Und darüber gibt es über den Weg dorthin eine unterschiedliche Auffassung. Macht man zunächst eine gesetzliche verankerte Regelung, wenngleich der Unterbau und der Mittelbau noch fehlt? Oder macht man zunächst den unteren Mittelbau und macht dann eine gesetzliche Regelung? Und nichts anderes geht es. Das ist relativ einfach, finde ich, zu verstehen und auch zu bewerten. Ich finde es komisch, ein Gesetz zu verabschieden, wo wir genau wissen, wir hätten eine Landesvertretung, die schwierig ist, demokratisch zu legitimieren, weil es kaum oder keine Kreisvertretung gibt. Deswegen muss man sie aufbauen. Wie tut man das? Indem man den dortigen Verein, der da heißt LAG Kita Eltern Hessen e.V., fördert, der genau das tut. Deswegen hat die Landesregierung dafür Mittel zur Verfügung gestellt. Der wird alles daran setzen, dass diese Strukturen schnell und zügig aufgebaut werden. Wenn die aufgebaut werden, bin ich mir relativ sicher, wir haben jetzt April, dass wir uns spätestens im nächsten Jahr mit dem Thema noch einmal beschäftigen und auch sicherlich in einem Konsens dazu eine Lösung finden, dass es auch eine gesetzliche Verankerung gibt. Das Ganze haben wir im Ausschuss vorgetragen. Das Ganze haben wir jetzt auch noch einmal schriftlich hinterlegt, weil nicht jeder um 16.58 Uhr in Wiesbaden in solchen Debatten anwesend sein kann. Diese schriftliche Hinterlegung ist in Widerhall in unserem Antrag geworden. Deswegen kann man das auch dann nachlesen. Deswegen liegt unser Antrag heute vor. Ich sage noch einmal, wir haben in dem Ziel, dass wir am Ende des Tages eine Landesvertretung haben, eine gesetzlich verankerte, dort sind wir uns einig. Wir halten es nur für den Zeitpunkt zu verfrüht, das jetzt zu tun, wenn auf den unteren und mittleren Ebenen noch kaum Strukturen geschaffen sind. Deswegen gehen wir den Weg, das zu fördern, dass es das gibt. Und wenn es das gibt, bin ich mir sicher, werden wir auch zügig und bald eine gesetzliche Regelung haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Sozialminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landesregierung teilt die Intention des Gesetzentwurfs der FDP-Fraktion. Die Erziehung von Kindern ist
Das natürliche Recht von Eltern, Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Familie ist die erste, sie ist die umfassendste, am längsten und am stärksten wirkende Bildungsort von Kindern. Schlicht und einfach, Familien und Eltern sind Experten für ihre Kinder, ihr Wissen über ihr Kind. Die Ressourcen und Vorerfahrungen können dann für pädagogische Fachkräfte auch gut eingesetzt und äußerst gewinnbringend sein. Insofern ist die Frage der Vertretung von Eltern halt schon auch gesprochen wichtig. Das berücksichtigt auch das Hessische Landesrecht zur Kindertagesbetreuung im § 26 HKJGB. Es wird dieses umgesetzt mit der Mitwirkung der Erziehungsberechtigten, die dort normiert ist. Wir haben im Landesrecht in der Zwischenzeit zwingend vorgeschrieben einen Elternbeirat für jede Tageseinrichtung. Verpflichtend ist außerdem mindestens einmal jährlich eine Elternversammlung. Die Rechte der Elternbeiräte sind im Hessischen Kinderförderungsgesetz weiter gestärkt worden, Anhörungsrechte, Vorschlagsrechte gegenüber Einrichtungsträgern eingeräumt. Der Evolutionsbericht hat an dieser Stelle sehr deutlich gezeigt, dass erst nach dieser gesetzlichen Regelung in vielen Einrichtungen erstmalig Elternbeiräte überhaupt erst eingerichtet worden sind. Das, denke ich, ist in einem ersten Schritt schon durchaus als Erfolg zu zeichnen. Insofern haben wir das bei jeder Einrichtung in der Zwischenzeit. Aber die Frage ist, wie geht es weiter in der Frage der kommunalen Vertretungen oder Vertretungen auf Landesebene? Nach unserem Kenntnisstand fehlen solche kommunalen Strukturen weitestgehend. Es gibt zwar in einigen Kommunen Gesamtelternbeiräte, die sich aber lediglich über die kommunalen Kindertagesstätten beschäftigen. Wenn wir aber über Kindertagesstätten reden, müssen wir auch die Kindertagesstätten der freien Träger mit einbeziehen. Und dort fehlt es momentan noch an einer entsprechenden Elternvertretung. Und sie fehlt im Übrigen gänzlich auch auf der Kreisebene, wie das vorgesehen wird. Deswegen ist ja die Frage Jugendhilfeträger durchaus eine Frage, die man diskutieren muss. Aber dort fehlt, wenn man über Jugendhilfeträger diskutiert, auf Kreisebene bisher jegliche Struktur, was solche Elternbeiräte anbelangt. Insofern sind wir als Landesregierung auch der Auffassung, dass man anfangen muss, diese Strukturen zu schaffen. Das ist ja keine Absage gegenüber Elternvertretungen. Ganz im Gegenteil, das kann allenfalls eine Stärkung sein. Und dieses Schaffen von Strukturen wird letztendlich auch die Akzeptanz erhöhen, die solche Elternvertretungen haben. Deswegen unterstützen wir im Übrigen schon seit langer Zeit und lange vor diesem Gesetzesvorhaben der FDP die Landesarbeitsgemeinschaft Kita-Eltern in Hessen. Die hat sich im Übrigen auch erst im März 2017, also vor einem Jahr, erst gegründet. Wir haben mit dem Beginn des Haushalts des Jahres 2018 eine finanzielle Unterstützung zugesagt und bewilligt für den Aufbau einer Geschäftsstelle in Gießen zur Beschäftigung von Mitarbeitern dort, damit an der Stelle auch aus der Sicht der Eltern heraus eine entsprechende Struktur geschaffen wird, sodass ich davon ausgehe, dass wir in der Tat, wenn wir gemeinsam an diesem Ziel festhalten, die Unterstützung an der Stelle auch gewährleisten, bald eine auch sehr lautstark, und das meine ich an der Stelle gar nicht negativ, sondern durchaus positiv, Elternvertretungen auch für Kindertagesstätten haben werden. Aber wir müssen erst die Strukturen schaffen, und deswegen der erste Schritt vor dem zweiten. Aus unserer Sicht macht der Gesetzentwurf den zweiten vor dem ersten Schritt. Deswegen ist er heute nach unserer Auffassung nicht zustimmungsfähig. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Rock für die FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Da ja alle hier heute erklärt haben, dass der Gesetzentwurf oder die Idee, die dem Gesetzentwurf zugrunde liegt, eine hessenweite Elternvertretung, die legitimiert ist, aufzubauen und aufzubauen zu wollen, möchte ich doch gern den Vorschlag eines Vorredners aufgreifen. Ich würde zumindest einmal der Regierungsmehrheit und den anderen Fraktionen anbieten, dass man einen gemeinsamen Gesetzentwurf dazu entwickelt, mit allen Fraktionen als Antragsteller, von mir aus auch mit dem Inkrafttreten eines Beirates erst nach einem Aufbaustadium, nach ein, zwei Jahren. Das könnte man ja
festschreibe in dem Gesetzentwurf. Das will ich zumindest einmal, dass es im Protokoll steht und nicht der Eindruck erweckt wird, wir hätten nicht die Hand gereicht, um eine versöhnliche Lösung unter den allen drei Aspekten, also der Frage, die SPD aufgeworfen hat, es über eine Verordnung zu lösen, unser Entwurf, der sicherlich an der einen oder anderen Stelle, der Minister hat darauf hingewiesen, auch noch nachgeschärft werden müsste, und der Überlegung der CDU und der GRÜNEN, über einen gewissen Prozess erst zu machen. Dieses Angebot möchte ich hier zumindest einmal aussprechen, weil, wenn wir hier gemeinsam etwas erarbeiten könnten, erreichen könnten, wäre das, glaube ich, ein gutes Signal. Das habe ich hiermit gemacht. Und würde mich freuen, wenn das Angebot aufgenommen würde, würde man eine dritte Lesung machen, dort den Gesetzentwurf überarbeiten und entsprechend dann vielleicht gemeinsam beschließen können. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, habe ich Sie recht verstanden, dass Sie eben eine dritte Lesung beantragt haben? Also haben Sie nichts beantragt. Dann gehe ich davon aus, dass es auch keine Initiative gibt, die jetzt erst besprochen werden muss. Sodass dabei bleibt, dass der Gesetzentwurf zur Abstimmung steht. Entschuldigung, entweder wir machen konkrete Angebote an die Fraktion, so habe ich es verstanden, oder keins. Herr Merz. Ich muss mich irgendwie verhalten können. Bitte schön, Herr Merz. Ich nehme das einmal zur Geschäftsordnung. Ja? Okay. Herr Präsident, ich würde dieses Angebot ausdrücklich annehmen, glaube aber, dass es dann in der Tat folgerichtig wäre, jetzt eine dritte Lesung zu beantragen und in der Zwischenzeit dann zwischen heute und dieser dritten Lesung solche Gespräche zu führen, zu denen wir ausdrücklich bereit sind. Das war der Sinn meines Redebeitrags. So, ist das jetzt ein Antrag auf dritte Lesung gewesen, Herr Merz? Nee. Also, es gibt einen Antrag jetzt auf dritte Lesung. So, jetzt haben wir das wenigstens mal. Ja, nicht mit mir so machen. Die Klarheit der Rede liegt bei den Abgeordneten. Die Klarheit des Verständnisses beim Präsidenten. Okay? Alles klar. Meine Damen und Herren, die dritte Lesung ist beantragt. Unser Verfahren stellt sich fest, dass die zweite Lesung vollzogen ist. Es wird zum Vorbereiten der dritten Lesung im zuständigen Ausschuss bewiesen. Damit ist der Tagesordnungspunkt so beschlossen und der Tagesordnungspunkt ist abgeschlossen. So, dann haben wir jetzt. Bitte? Der geht mit. Einverstanden? Okay, gut.